Betrachte die Möglichkeit, dass das Universum von deiner Existenz abhängt. Die traditionelle newtonsche Weltanschauung, die auf unterscheidbaren Entitäten beruht, legt nahe, dass Menschen in einem physischen Reich existieren, das von spezifischen Gesetzen wie Schwerkraft und Thermodynamik regiert wird, das Universum als eine separate, autonome Entität darstellt. Doch das Aufkommen der Quantenphysik stellt diese Perspektive in Frage. Obwohl dieser Wandel in wissenschaftlichen Diskursen neu ist, findet er einen Widerhall in den alten spirituellen Lehren. Hermes Trismegistus, ein Weiser aus der Antike, lehrte ö wie oben, so unten, wie unten, so oben. Dies impliziert, dass unsere Welt einer holographischen Matrix ähnelt, einer reflektierenden Oberfläche, die das Bewusstsein widerspiegelt, das auf sie geworfen wird. Die Quantenphysik stimmt mit dieser alten Weisheit überein und legt nahe, dass die Realität möglicherweise kein eigenständiger Bau ist, sondern vom Bewusstsein des Beobachters geformt wird. In diesem Gedankenreich, in dem die Quantenphysik das Konzept eines Multiversums und unendlicher Zeitlinien unterhält, könnte deine Wahrnehmung die Manifestation der Realität maßgeblich beeinflussen. Neville Goddard in seinem Werk E Denke in der vierten Dimension E schlägt vor, dass die vierte Dimension als Quelle für unsere dreidimensionale Existenz dient und eine unendliche Vielfalt von Lebensmöglichkeiten beherbergt, ähnlich wie unendliche Weltlinien. Ebenso hebt Dr. Joe Dispenza in der Welt der Quantenphysik die Existenz eines unendlichen Feldes hervor, das mit potenziellen Ergebnissen für unser Leben gefüllt ist. Dieses grenzenlose Quantenfeld oder das All rezitiert die alten Lehren von Hermes Trismegistus, wie sie in der Kabbala beschrieben sind, als ein Bereich, in dem jedes denkbare Lebensergebnis bereits existiert. Dies führt zu einer entscheidenden Frage: Was bestimmt die spezifische Zeitlinie, die wir erleben? Neville Goddard sagt treffend: Nimm das Gefühl deines erfüllten Wunsches an und beobachte, welchen Weg deine Aufmerksamkeit verfolgt. In diesem Kontext hat die Zeit, ein Konstrukt, das auf unserer dreidimensionalen Realität beruht, keinen Einfluss. Unsere Gedanken haben eine direkte Verbindung zu unserem Gesundheitszustand auf höheren Dimensionen. Alles, was du potenziell werden könntest, ist bereits Realität und transzendiert die linearen Einschränkungen der Zeit, wie wir sie wahrnehmen. Du existierst in dieser spezifischen begrenzten Lebenszeitlinie, aber was bestimmt diesen spezifischen Weg unter den unzähligen Möglichkeiten in der vierten Dimension? Diese Frage signalisiert den allmählichen Niedergang des traditionellen Newtonschen Modells und weicht einer Verschiebung hin zu einem vereinten Bewusstsein. Das Quantenfeld reagiert auf das Bewusstsein, mit dem es interagiert, geformt durch Gedanken, Emotionen und den allgemeinen Seinszustand. Im Wesentlichen ist die Realität oder Zeitlinie, die du erlebst, eine Manifestation des Seinszustands, der Gedanken und Emotionen, die du umarmst. Deine Selbstwahrnehmung wird dir vom Universum gespiegelt, so wie ein Spiegel kein Lächeln reflektieren kann, wenn du nicht zuerst lächelst. Das Universum antwortet ähnlich. Die Reflexion hängt vollständig von deinem Input ab. Wenn du lächelst, reflektiert der Spiegel ein lächelndes Gesicht. Ebenso spiegelt die allumfassende Entität, sei es Gott, Quelle oder das Quantenfeld, deinen inneren Zustand wieder wie vom All vorgesehen. Der Zweck der Schöpfung besteht darin, endlose einzigartige Erfahrungen zu durchqueren, die sich bis an die Grenzen der Unendlichkeit erstrecken. Die allgegenwärtige Kraft respektiert deine Wahlfreiheit und sieht sie als Integral für die Freude an den vielfältigen Abenteuern des Lebens an. Neville Goddard, ein Befürworter dieser Idee, formuliert es so: Jeder ist frei, seine Welt so zu erschaffen, wie er sie haben will, wenn er weiß, dass das Ganze auf ihn reagiert. Diese Abhängigkeit von deinem einzigartigen Bewusstsein treibt die Ausdehnung des Alls an. Deine Fähigkeit zu wählen ist immer vorhanden. Indem du in den unendlichen Spiegel lächelst, löst du eine Reaktion aus, sei es mit einer Verzögerung, die unserer dreidimensionalen linearen Welt eigen ist. Ereignisse müssen sich Segenziel entfalten, um die Veränderung zu reflektieren. Letztendlich muss der Spiegel jedoch das anzeigen, was du projizierst, wie in der vierten Dimension. Diese Einsicht wäre beeinträchtigt, wenn es seinen Willen auferlegen würde. Das Unendliche hat willentlich Einschränkungen angenommen, um deine Existenz authentisch zu erleben. Es verlässt sich auf dich und deinen aktuellen Zustand als Brennpunkt für seine erlebnisreichen Entscheidungen. Im Wesentlichen sind du und das All vereint, doch in dieser Welt ist ein Schleier des Vergessens über uns gelegt, um eine wirklich authentische Erfahrung zu schaffen. Stell dir vor, du unterwirfst dich freiwillig einer Form von selbstinduzierter Amnesie, um ein virtuelles Realitätsspiel zu spielen, das auf das authentischste Erlebnis abzielt. Im Spiel, wenn du einen Treffer einsteckst,
fühlt es sich echt an, als würden die Ereignisse tatsächlich passieren. Wenn du jedoch wüsstest, dass es nur ein Spiel ist, würde deine Angst um dein virtuelles Leben nachlassen, da dein wahres Selbst sicher bleibt. Diese Analogie erklärt, warum das Leben manchmal hart und unbarmherzig erscheinen kann, was uns dazu veranlasst, zu fragen: Wie kann ein Gott solche Dinge zulassen? Die Antwort liegt darin, zu verstehen, dass dieser Gott keine externe Entität ist, die uns diese Erfahrungen aufzwingt. Stattdessen formen wir unsere eigenen Erfahrungen durch die Anwendung des Gesetzes des Seins, oft auf weniger als ideale Weise. Unsere Handlungen vor dem Spiegel des Lebens beeinflussen direkt das, was uns zurückgespiegelt wird. Wenn wir uns unregelmäßig verhalten, spiegelt der Spiegel ein chaotisches Bild wider. Er kann uns nicht gleichzeitig als erfolgreich und zufrieden zeigen. Der Spiegel spiegelt einfach die Essenz unserer Handlungen und unseres Seins wider. Die Suche nach Freiheit wird oft durch die Herausforderung des Gefühls eingeschränkt oder durch die Umstände begrenzt. Dieser Kampf kann ein Katalysator für ein tieferes Verständnis des Selbst und der Welt sein, beeinflusst von den Lehren von Neville Goddard und ähnlichen Denkern. Sie schlagen vor, dass Hindernisse und Prüfungen im Leben möglicherweise nicht nur das Ergebnis eines externen, selektiv wohlwollenden Gottes sind, sondern Reflexionen des inneren Zustands und Bewusstseins. Die Metapher eines Spiegels ist in diesem Zusammenhang besonders treffend. Das Bild, das man im Spiegel sieht, ist ein direktes Ergebnis dessen, was davor präsentiert wird. Wenn man vor dem Spiegel mit einer Mentalität der Gefangenschaft und Begrenzung steht, ist die Reflexion von Stagnation und Einschränkung geprägt. Doch eine Perspektivenverschiebung, die die Konzepte von Freiheit und unbegrenzten Möglichkeiten umarmt, kann diese Reflexion dramatisch verändern. Die Welt beginnt als Antwort auf diesen veränderten Ausblick, Chancen und Freuden zu enthüllen, die zuvor unsichtbar schienen. Diese Transformation erinnert an die Erzählung in Russell Conwells Jagris auf Diamond E, wo ein Mann den Reichtum auf seinem eigenen Land übersieht und anderswo nach Vermögen jagt, nur um später zu entdecken, dass das, wonach er suchte, immer innerhalb seiner Reichweite war. Diese Dynamik wird in den ermutigenden Worten von William Ernest Henley in seinem Gedicht E Invictus E wunderbar eingefangen. Ich bin der Herr meines Schicksals, ich bin der Kapitän meiner Seele. Diese Zeilen drücken auf eindrucksvolle Weise den tiefgreifenden Einfluss des individuellen Willens und der Wahrnehmung auf die Gestaltung des Lebenserlebnisses aus. Wenn man eine Haltung der Fülle und Erfüllung bewusst annimmt, noch bevor sie sich in der Realität manifestiert, findet eine subtile, aber kraftvolle Ausrichtung im Universum oder dem Quantenfeld statt, wenn sich das Bewusstsein verschiebt. Externe Umstände verändern sich ebenfalls. Darüber hinaus erstreckt sich dieses Konzept über bloßes positives Denken hinaus. Es ist eine Erforschung der tieferen Schichten des Seins und der Kraft des Unterbewusstseins. Das Unterbewusstsein akzeptiert wie fruchtbarer Boden die Samen der Gedanken, die in es gepflanzt werden, und pflegt sie zur Realität heran. Es ist das zentrale Prinzip vieler spiritueller und philosophischer Lehren, dass die externe Realität eine direkte Reflexion der inneren Gedanken, Überzeugungen und Emotionen ist. Auf diese Weise dient die externe Welt nicht nur als Spiegel, der den aktuellen Seinszustand reflektiert, sondern auch als Leinwand, auf der die Möglichkeiten dessen, was sein könnte, kontinuierlich gemalt werden, basierend auf dem inneren Dialog und den Überzeugungen, die darin gehalten werden. Alle Aspekte des Daseins sind zutiefst miteinander verbunden in diesem Zusammenspiel zwischen internen und externen Reichen, um seine Wünsche zu verwirklichen, sei es Freiheit, Freude oder Erfüllung. Muss man nach innen gehen, um das innere Wesen zu verstehen und umzugestalten.